Twitch, please, willkommen, Freunde, zu Tomodachi Live, yeah. Habe ich da eine Liebesanfrage gesehen? Ich glaube nicht. Und wenn, dann ist es jetzt auch Wayne. So, ich habe hoffentlich keine gesehen, oder? Nee, hier ist keine, okay, gut. Dann geht's weiter mit den Mii-Nachrichten, Bitches. Nicki Minaj, stellt sie euch vor. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 8 Uhr. Dias Süßigkeiten hat ein neues Produkt mit dem Namen Schoko-Schätzchen auf den Markt gebracht. Okay. Jedes Stück dieses neuen Produkts kommt in Form von Schätzen daher. So gibt es zum Beispiel die Tagebücher. Das ist eigentlich cool. Das ist eigentlich cool. Wenn der Geschmack nicht liegt, sehen sie immerhin noch toll aus. Ja. Ist doch cool. Aber kann man nicht als Schmuck benutzen, weil es dann schmilzt. Weil es schmilzt, sorry. Was für eine Gemeinheit. Was ist daran gemein? What the fuck? Ich glaube, die Sätze sind eigentlich so random formuliert, kann das sein? Die Sätze sind einfach random formuliert von denen. Naja, Rain Train. So, was habe ich jetzt hier gesehen da oben? Gut, das war doch keine Liebesanfrage. Warum sehe ich das immer zu? Ich habe keine Ahnung. So, Supermarkt. Prostitu. Oh. Naja, ich dachte irgendwas zum Trinken. Trinken hätte ich jetzt, glaube ich, sogar gekauft. Weil vielleicht finde ich ja das Lieblingstrinken heraus von meinem Mii. Das wäre schon ziemlich nice. Okay, hier brauche ich auch nichts. Okay, let's go. Möbelhaus. Willkommen. Piratenschiff. Das sieht nicht mal so scheiße aus, aber wie gesagt, ich brauche das jetzt nicht. Abendmarkt, vielleicht haben wir ja Glück. Na, ja, Dr. Kawashima. So, komm. Nee. Oh nee, ein Kassenbon. Das war richtig, richtiger Fail. Das war richtiger Fail. Aber wir hätten unser Glück testen können. Ey, yo. Naja, wir haben eigentlich wenig Glück hier. Ist halt leider so. Komm. So. Bombenmäßig. Oh, dir geht's sau gut. Sau stark. Da kriegst du erstmal einen Salat. Ahaha. Reimt sich sogar. Ahaha. Schmeckt dir sehr gut. So, noch einmal streicheln. So, da bekommst du ja noch was zu fressen. Und zwar ein Sandwich. Ja, Sandwich. Frisst auch Drachenlord. Und das mag ich eigentlich auch ziemlich. Also die von... Ich liebe Sandwich! What the fuck? Shit, Jungs! Was für eine Art von Fotos? Den kann ich jetzt eh nicht mehr leveln. Das schaffe ich nicht, oder? Verstanden. Dann mache ich mal ein paar Fotos. Aber wenigstens wissen wir, was er jetzt überhaupt nicht mag. Ne? Wenigstens das. Okay, da bin ich mal gespannt. Oh, sieht doch schön aus. Aber hatten wir das nicht schon mal? Sowas ähnliches mit aber anderen Mies drauf oder so? Der Titel lautet, das Brauen an der Straßenecke. Was? Das Grauen an der Straßenecke gab's doch irgendwas mit einer Libelle schon mal. Jetzt wiederholt sich's leider, das Spiel. Schade eigentlich. Wobei es schon ziemlich geil ist, das Spiel, ne? Ach ja. Nee, Hypnose-Set lohnt sich. Oh, ich habe eine mobile! Das hänge ich gleich auf. Ich glaube aber. Meint ihr, wir schaffen es noch? Meint ihr, wir schaffen es noch, ihn zu leveln? So ein mobile.
Sieht halt nett so aus, ne? Darf nicht. Ja, ja, ganz knapp. Schaff ich's doch nicht. Das ist doch behindert. Warte mal, ich kann ihm doch irgendwas geben. Vielleicht mag er das wenigstens. Bitte, mag es. Da bist du gelevelt. Was? Ich habe so viel Geld dafür ausgegeben. Okay, ich habe nichts dafür ausgegeben, aber... Trotzdem. Oh, was gebe ich ihm jetzt? Einen Hut kann ich ihm noch geben, aber was gebe ich ihm? Vielleicht magst du das ja, bitte. Ist das dein Scheiß Ernst, Mann, du Motherfucker? Du bist mein Mi. Du musst doch das mögen, was ich auch mögen würde, oder? Ach, übelste Shit. Ich schaff den nicht zu leveln. Guten Abend. Ich hoffe, Feier, wir schaffen dich zu leveln. Das wäre geil. Salami magst du bestimmt, oder, Bro? Hoffentlich mal. Ja, saugeil. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Oh, ein Dankeschön. Och, nee, nicht so etwas. So, dann kriegst du noch einen Salat. Ist für Feier ein Fremdwort. Aber vielleicht magst du es ja trotzdem. Ja, mag er sogar trotzdem. Wahrscheinlich ist damit der Kartoffelsalat gemeint. So, hier. Streichel dich ein bisschen. Ich hoffe, es gefällt dir natürlich. So, dann gebe ich dir jetzt noch ganz schnell eine Einwegkamera, damit du ein bisschen Spaß damit hast und jemanden fotografierst. Bewohner. Verstanden. Dann mache ich mal ein paar Fotos. Ja, viel Spaß, Digga, ne? Ich gönn's dir. Hab da wirklich Spaß. Sieh, was ich fotografiert habe. Okay, zeig mal. Was ist denn das? Okay. Der Titel lautet Traum ohne Schlaf. Ach, Randy Marsh, der ist doch so ein Traum. Ich wusste, dass ich's drauf hab. Ist doch geil. Okay, jetzt haben wir schon ziemlich viel Money, Money, Money Maker. Bitte schön, hier hast du einen Cent. Nicht alles, alles auf einmal ausgeben. Danke für. Noch nur eine Silbermünze. Nicht dein Ernst, Bro. In diesem Part werden wir wohl nicht so viel Gewinn machen. Außer wir kriegen jetzt irgendwie den Goldbahn oder sowas in der Art. Magst du uns was spielen? Ja, Bro. Ich hoffe so sehr, dass wir das bekommen. Die erste ging bitte. Alter, bei Osama Bin Laden geht's alles schnell. Was für Items sind das? Banane und Makrone. Die richtige Antwort ist. Es waren eine Banane und eine Makrone. Die zweite Silhouette. Alter, das geht so schnell bei denen. Was für Items sind das? Bowlingkugel. Die richtige Antwort ist. Das kann nur die beiden sein. Es waren ein Tomatensaft und eine Bowlingkugel. Und die letzte. Weil da hat man so ein Glas gesehen und das sieht man halt. Was für Items sind das? Oh mein Gott. Das kann nur. Das können nur die beiden sein. Es waren eine Pastete und ein Glas Ornament. Weil da gab's halt keinen Teller. Da war kein Teller drauf. Deswegen konnte das nur die beiden sein. Ich habe einfach das, was. Habe ich einfach ausgeschlossen. Ach nee, ein Klappergebiss. Ist doch gar nichts wert. Na komm, Shelly. Komm, okay. Meine Liebe, ich liebe dich. Nein! Nimm die Rechte. Ach du Fotze! Schade, schade. Aber
das machen wir demnächst nochmal. Halt deine verfluchte Fresse. Nein, dein Problem löse ich jetzt nicht. Selber schuld. Oh, mit Slenderman spielen, das ist so creepy. Wenn er noch so guckt. Oh, Slenderman. Wenn er so guckt, da kann man auch nicht Nein sagen. Das erste verpixelte Item. Was könnte... Und die Lösung ist... Rucksack. Das zweite verpixelte Item. Okay, da bin ich mal gespannt. Eine Eichel kann ich schon mal weg. Bratlamm auch, Mango. Es war eine Mango. Aber die sieht ja richtig geil aus. Das letzte verpixelte Item. Was könnte es wohl sein? Ganz ehrlich, ich denke auf jeden Fall nicht an Schokolade. Das kann ein French Toast sein von der Farbe her, oder? Es war ein French Toast. Sehr schön. Zu der Mitte. Geode. Was ist ein Geode? Das ist, glaube ich, schon ziemlich viel wert, oder? Einigermaßen. Glaube ich zumindest, ich bin mir gar nicht sicher. Lass uns spielen. Okay. Das erste Item. Was wird es wohl sein? Oh mein Gott, was ist denn das? Ganz ehrlich, das sieht aus wie eine Perlenhalskette. Wenn ich das nicht sehe... Okay. Das war eine Perlenhalskette. Ich meine, wenn ich da... Das sieht man doch gar nicht. Das zweite Item. Was wird es wohl sein? Ja gut, das kann nur das hier sein. Das ist ja klar. Das sieht man wirklich sofort. Es war ein Schmuckkistchen. Und das letzte Item. Was wird es wohl sein? Das sieht auch aus wie eine Glückskatze. Die richtige Antwort ist... Es war ein Risotto. Wie nahe gesummt war das? Schade, schade. Aber das machen wir... Du bist so ein kleiner Bastardsohn! Weißt du das, Professor Eich? Das ist ein Arschloch. Das ist ein Ass. Komm, spiel mit mir. Das ist ein Asshole. Ace Soul 3000. Das ist der. Okay, Silhouettenquiz. Ja, warten wohl. Die richtige Antwort ist. Oh nein, da wäre ich niemals drauf gekommen. Es war ein Kaffeebecher. Die zweite Silhouette. Oh nee. Aber ganz ehrlich, das sieht aus wie ein Döner. Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen darunter. Es war ein Döner. Und die letzte Silhouette. Was wird es wohl sein? Die richtige Antwort ist... Das konnte nur die Fingerfalle sein. Es war eine Fingerfalle. Ja gut, ich hoffe, dass wir jetzt den Goldbahn ziehen. Das wäre mega episch. Wow! Wie viel ist denn das wert? 41, das ist doch gar nicht wenig. Ach, der Kassenbon, der nervt, ey. Der ist so wenig wert. Auch wenig wert. 100. Geht. Geht auch. Vielen Dank. Wir haben fast die 18.000, Leute. Komm, wir knacken die 18.000 auf jeden Fall noch. Ob wir vielleicht die 19.000 knacken, wenn wir halt einen Goldbahn bekommen, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Dann schaffen wir es auf jeden Fall nicht. Das ist eh nicht viel wert. Das ist 10 Euro wert oder so. Schade. Nur noch einmal. Das ist nicht viel wert, das will ich eh nicht haben. Es geht los.
Halt's Maul. Nur zwischen uns beiden. Ich frage mich dauernd, wann ich es fallen lassen soll. Aber ist ja ein... Schade. Shit. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal. Ja. Ja, hör auf, mich abzulenken. Ganz ehrlich, das ist sau unfair. Komm, spiel mit mir. Okay. Oh nee. Komm schon. Fester, fester. Alter. Sind wir hier in einem billigen Porn oder was? Haha, weggebumst. Jetzt sind wir in einem billigen Porn, weil ich dich weggefickt hab. So, die Mitte. Ja! Alter, hab ich mich gefreut. Saugeil, Metal Leute, yo, servus. Jetzt brauchen wir so gesehen nur noch einen einzigen Goldbarren und wir haben es geschafft. Fast. Hast du Lust auf ein Spielchen? Aber ob wir so viel Glück haben, glaube ich, weniger. Möchtest du lieber Erster oder Zweiter sein? Du bist dran. Jo! Nice! Du bist... Das ist eine Schraube. Wir haben schon mal ein paar, das ist sehr schön. Ich häng fest. Haha. Du bist dran. Das sauber. Das ist ein Paar. So, was ist da oben? Du bist dran. Das jawohl. Das ist ein Paar. Wir haben es so gut wie jetzt geschafft. Das ist Inkling. Wir haben es sowieso geschafft. Also ist Wayne. Ja. Welche nehme ich denn? Weil wenn die jetzt trotzdem verkackt. Lol. Das ist ein Paar. Auch wenn wir verkackt. Auch wenn die jetzt alles geschafft hätte, hätten wir nämlich ein Remis gehabt und das bedeutet, wir bekommen trotzdem den Schatz. Ja, es war auf jeden Fall das Wertvollste von allen. Okay. Also ich wäre froh, wenn wir wenigstens die 19.000 schaffen. Da können wir im nächsten Part dann wirklich die letzte Hürde so gesehen machen. Erste Item. Was wird es wohl sein? Oh, das kann nur das letzte sein. Die richtige Antwort ist... Es war ein Blick. Das zweite Item. Was wird es wohl sein? Das kann auch nur das erste sein, weil man da Schimmelflecken sieht. Es war ein Blauschimmelkäse. Und das letzte Item. Was wird es wohl sein? Das kann ehrlich auch nur ein Schwamm sein, oder? Yes. Es war ein Schwamm. So, da bekommen wir vielleicht wieder was Schönes. Oh nee. Eine billige Wasserfesturkunde. Die ist gar nichts wert. Da hätte ich lieber verloren. Oh, wenn die Testerburger will, eine Freundschaftsanfrage oder irgendwas anderes. Wo warst du die letzten 3 Monate? Oh. 3 Monate haben wir uns nicht gesehen, wirklich? Wirklich? Ich wäre so gern mit Zelda befreundet. Okay. Ich würde mich so gern mit ihr unterhalten. Nur worüber? Was Frauen so gerne machen. Gerüchteküche. Ich gehe sofort los und rede mit ihr. Aber ich glaube, Wendy Testerburger war nicht so eine, oder? Na, Wayne, da wird sie halt so gemacht. Oh, die haben sich gar nicht verstanden. What the fuck? Freundschaft geschlossen haben wir leider nicht. Schade.
Will noch jemand spielen? Okay, von mir aus. Gut, das war auf jeden Fall das letzte Spielchen für heute. Spiel mit mir. Ah, natürlich spiele ich mit dir, meine Liebe. Die erste Aussage zu deinen Inselbewohnern. Wendy und Seto Kaiba sind beide völlig ausgehungert. Also Wendy war auf jeden Fall ausgehungert, dann kann auch Seto Kaiba nur ausgehungert sein, ganz ehrlich. Das stimmt genau. Die zweite Aussage zu deinen Inselbewohnern. Zelda und Lost Joy sind gleich zufrieden. Ich glaub nicht. Und die korrekte Antwort ist... Das stimmt genau. Och, was soll ich das wissen? Solche Fragen nerven mich einfach nur. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal, ja? Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Hier, halt's Maul. Ich geb dir jetzt nichts Gescheites. Kannst du vergessen. Das gefällt dir sogar. What the fuck? Naja, gut. Von mir aus. Komm, mit Bakura spielen wir noch. Hast du Lust auf ein Spielchen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Part jetzt einfach Schluss machen soll, weil... Die erste Silhouette. Was für Items sind das? Die richtige Antwort ist... Weil das war jetzt nicht so klug. Es waren eine orange und... Weil ich glaube nicht, dass wir mehr als 1000 in einer Folge schaffen können. Glaube ich null. Die zweite Silhouette. Was für Items sind das? Die richtige Antwort ist... Ganz ehrlich, keine Ahnung. Es waren eine Saltimbocca Romana und ein Käse. Und die letzte... Okay, wir haben Glück gehabt. Was für Items sind das? Abacus und... Das hier auf jeden Fall. Die richtige Antwort ist... Es waren eine Panna Cotta und ein Abacus. Och, ist das beschissen! Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal. Ja. Ich glaube, entweder sind jetzt... Weißt du, ich habe etwas verloren, das sehr wichtig für mich ist. Okay. Vielen, vielen Dank. Sag Bescheid, wenn du fündig wirst. Also ich bin mir jetzt nicht sicher. Es könnte sein, dass es jetzt doch zwei Parts noch werden. Außer wir schaffen es jetzt irgendwie, jetzt wenigstens irgendwie ein bisschen mehr über 19.000 zu bekommen. Dann könnten wir das nämlich auch noch in der nächsten Folge schaffen. Genau das muss ich haben. Ja! Ich weiß nicht, wie viel das wert ist. Das ist für dich, Engel von Joka. Nee, nix. Ist nicht viel wert. Kann nicht so viel wert sein, wenn es nicht so einen Sound bekommt. Wobei 50 doch passt. Okay, wir brauchen noch 1200 ungefähr. 1150, um genau zu sein. Wenigstens, dass wir die 150 vielleicht irgendwie mit einer NES oder so bekommen. Wegbekommen. Ja, komm. Das erste Item. Was wird es wohl sein? Die richtige Antwort ist... Es war ein... Das zweite Item. Ich hoffe so sehr, dass wir jetzt wirklich eine NES oder sowas bekommen. Die richtige Antwort... Das wäre nämlich jetzt mega Bombe. Es war eine Gummifrucht. Und das letzte Item. Was wird es wohl sein? Die richtige Antwort. Eines von den beiden Sachen konnte es nur sein. Es war ein Tegebeck. Was ist denn das? So ein Scheiß. Schade, schade. Hab ich noch nie so gesehen. Nochmal. Ja. Och, ich will wenigstens die 150 wegkriegen. Ich will noch 150 bekommen. Dann haben wir wenigstens genau noch 1000 für die nächste Folge.
Gut, also ich würde auf jeden Fall sagen, das ist auf jeden Fall das letzte. Das letzte Spielchen für heute. Oh, fuck. Sieht aber aus wie ein Schädel, ne? Okay, haben wir Glück gehabt. Das kann auf jeden Fall nur das hier sein. So, komm, noch letztes Item. Okay, das kann auch nur das letzte sein. Okay, jetzt müssen wir Glück haben und eine NES ziehen. Hätte ich doch die Mitte genommen. Wieso nehme ich nie die goldene Mitte? Wie viel ist denn dieser Besen wert? Halt dein Maul! Okay, Freunde. Ich habe gesagt, letztes Spielchen. Und wer weiß, ob wir das im nächsten Part schaffen oder ob wir es in zwei Parts wirklich... Also in zwei Parts dann wirklich cutten müssen. Oder gesagt, dann schneiden müssen. Wer weiß, auf jeden Fall, das war's mit Let's Play Tomodachi Life für heute, meine Freunde. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Part von diesem Spiel hier. Haut rein, ciao.